Das ist Schlängelfalt um 7:30 Uhr in der Früh. Der Treffpunkt zur Vierseenwanderung ist direkt beim Büro der Ötztal Tourismus in der Nähe vom Kreisverkehr in Schlängelfalt. Kein See ist wie jeder andere und jeder hat seinen eigenen Charakter, Farbe und Form. Die Zeilen im Informationsblattl haben mich nur mal in Ruhe gelassen und deswegen habe ich mich auch angemeldet. Mit unserer Wanderführerin Patricia geht es zuerst auch noch auf die Leckholm auf knapp 2000 Meter. Gut, dass man bis oberhalb der Baumgrenze mit dem Wandertaxi fahren kann. Unser erstes Ziel ist der Blattlachsee auf 2500. Dann haben wir das höchste Ziel 2700, das ist eigentlich oben der Grat, wo wir drüber müssen. Dann kommen wir schon zum Weißen See, weiter zum Spitzigsee und zum Schluss der Hauersee. Und gegen 16 Uhr die Stabelalm zum Apfelstrudel essen. Oh nein. Gut. In kurzen 10 bis 15 Minuten Etappen geht es oft in Richtung Blattlachsee und Schrankerjoch. Ganz gut gefällt mir, wie die Patricia ihre Heimat erklären kann. Dann sehen wir draußen Ötz, Ötzerau. Unten das große Dorf ist Umhausen. Habt ihr sicher gehört, seid ihr vorbeigefahren, wo auch der höchste Wasserfall von Tirol dazugehört, der Stulbenfall. Recht steil geht es alpenweiter rauchen zum Blattlachsee auf ca. 2500 Meter. Der erste kristallklare See auf dem Vierseenweg. Von da aus sieht man nur Alpen wieder als Schrankerjoch. Da am Blattlachsee machen wir eine ganz kurze Pause. Ja, doch, sicher. Auf dem Weg zum Schrankerjoch hat der Patricia einen Steinadler gesehen und ihn erklärt, dass gleich eins von den zwei Jungen aufgezogen wird. Quasi als doppelter Boden von der Natur. So, jetzt sind wir auf dem besagten Joch da oben. Jetzt geht es wieder Fago an den nächsten drei Seen, oder? Wie heißen die? Jetzt gehen wir zum Weißen See, der ist da um die Ecke, den sehen wir nicht. Aber gleich hast du den Blick. Die nächsten fünf Minuten noch siehst du ihn. Danach gehen wir auch ins Tal und dort wieder auch, weil das kleine Hütli ist, der Spitzigsee. Ja. Und danach auch in unser letzter See, der Hauersee. Wie die Patricia gesehen hat, ist nach ein paar Minuten tatsächlich der Weißen See erreicht. Obwohl es ein grüner See ist. Pünktlich zur Mittagspause fängt es natürlich das Regnen an. Der Regen ist aber auch noch 10 Minuten wieder vorbei, sodass wir drucken über das Felderkar zum Spitzigsee gehen können. Willkommen am Spitzigsee. Unser dritter See der 100 haben wir geschafft. Wir sind jetzt auf 2364. Und unser letztes Ziel, der Hauersee, ist jetzt nur noch Viertelstunde entfernt. Und da gehen wir dann kneipen. Am Hauersee. Einverstanden? Da seht ihr bei dem See jetzt wieder den Unterschied. Der ist kristallklar. Glasklar, wirklich, gell? Und der nächste, der Hauersee, ist dann wieder trüb. Mit Gletscherwasser. Ja, Gletscherwasser. Auf dem Weg zum Hauersee hat unsere Naturparkführerin wieder ein Blämle gefunden, das sind sie erklärt. Also das ist eine fleischfressende Pflanze. Ihr seht das? Das Schleimige da? Das Klebrige? Fleischfressende Pflanze, das Alpenfettkraut. Das ist ganz besonders. Es gibt nicht sehr viele fleischfressende Pflanzen, es ist aber eine davon. Wir sind jetzt über das Schrankerjoch und in Weißensee, das Felderkar und in Spitzigsee zum Hauersee gegangen. Der Hauersee ist der letzte und schönste der vier Seenwanderungen. Jetzt haben wir noch ca. 1,5 Stunden Abstieg zu der Stabelalm und fahren oft da wieder mit dem Wandertaxi zurück nach Schlängelfalt. Danke Patricia, bis zum nächsten Mal.